Hallo, grüß dich Udo. Ich habe dir ja ein bisschen was geschickt, was da so in mir ablief. Das war ja recht spannend. Sagt dir der Name Gotha W. etwas? Ach du, das sind immer solche Fragen. Was willst du jetzt hören von mir? Wen fragst du? Ja, uns. Ja. Weißt du, die Neugier, wenn du neugierig bist, es gibt so unendlich viele Facetten. Ja. Und du wirst immer wieder merken, du wirst dich irgendwann einmal runter reduzieren auf eine ganz, ganz einfache Erkenntnis. Das sind immer wieder dieselben Sätze, wo ich wiederhole. Es gibt so viele Sachen, die ich erzählen könnte, die überhaupt keinen Sinn nicht machen, weil man sich immer wieder in denselben Prinzipien ausdenkt. Du darfst nicht unbewusst Sachen um dich herum verstreuen, sondern es ist schlichtweg und einfach diese Erkenntnis, was bist du selbst und was sind deine Informationen. Ich kann immer wieder dasselbe sagen. Dieses Bild, du bist der Computer, jetzt symbolisierend diese Energie, den Geist. Und alles, was in dir auftaucht, ist immer nur, wenn du es denkst, es ist genauso, wie du es denkst. Wenn du an eine Maschine denkst, an ein Auto oder an einen menschlichen Körper, an einen Trockennasenaffenkörper, der wird so funktionieren, wie du glaubst, dass er funktioniert. Das heißt, das, was du siehst, sind Facetten deines eigenen Intellekts, den du zurzeit zum Denken zur Verfügung hast. Okay, ja. Und da hast du zusätzlich einen Anschluss an unendlich viele andere Sichtweisen. Das ist, wenn ich immer wieder sage, egal was dir einer erzählt, ich zeige dir 1000 Seiten, wo das Gegenteil behauptet wird oder was ganz was anderes. Und du wirst feststellen, maßgeblich ist dein eigener Glaube. Das heißt, wenn jetzt einer zum Beispiel, wenn du glaubst, dass Steinpilze was Gutes sind und Fliegenpilze sind giftig oder Knollenblätterpilze, dann ist es für dich so. Und wenn du die isst, wird es genauso eintreffen, wie dein kollektives Programm dir das vorschreibt. Und was im Hintergrund jetzt ist, einmal ein kollektives Programm. Das heißt also, dass man jetzt einmal ausgedachterweise, wenn du dir jetzt Liliane ausdenkst und an Udo ausdenkst, die haben in der Erziehung zuerst einmal alle diese Verwandlung von der Scheibenerde im 16. Jahrhundert zum heliozentrischen Weltbild. Das ist auf dem kollektiven Programm drauf. Ja. Da gilt auch nicht, wenn du sagst, ich weiß das nicht, sondern da hast du im Hintergrund ein kollektives Programm laufen. Mhm. Was jetzt aber wichtig ist, dass die ganzen Facetten, wo in dir auftauchen, wie gesagt, die stehen und fallen mit dem Programm, mit dem Denken, das du zum Denken, mit der Logik, die du zum Denken benutzt. Und jetzt ist es interessant, dass du dir bewusst machen musst, dass es zu jeder Aussage mindestens ein Gegenteil gibt und noch 1000 andere Sachen. Denk an die Tasse. Mhm. Und dass die genauso richtig sind, wenn du dein Programm, deine Position veränderst. Mhm. Und du hast jetzt eine gewisse Neugier in dir. Die Neugier wiederum wird ja auch von den Liliane-Programm gesteuert. Ja. Und du kannst es eigentlich nur beobachten. Mhm. Fragen zum Beispiel, ob das richtig ist oder ob das nicht richtig ist, oder dass du jetzt einen Computer fragst, ob das den Computer was sagt, da bist du schon wieder in einem gewissen Maß in der Vergessenheit, weil du musst fragen, sagt es dir was? Mhm. Okay? Mhm. Der Einheit selber sagt der Gnede was, wenn sie die Form einer Tasse ordnet. Wenn du selber die Gnede bist, ist bloß das da, was du jetzt anschaust. Ja. Und dann kannst du schauen, wie du das verändern kannst durch dein Denken. Mhm. Weißt du, das ist ja, und jetzt läufst du ja programmgesteuert. Das heißt, du hörst ein Geräusch und dann denkst du an den Vogel, du denkst an die Haustierglocke, das Klingelingeling-Beispiel. Mhm. Das heißt, du bist letztendlich, was du zurzeit hast, du bist ein Geist, sprich ein Computer, und der Computer braucht zuerst einmal eine Energiequelle, da soll ich, das ist IOB. Ja. Er braucht einen Strom, eine Batterie, irgendetwas, und er braucht ein Programm und Daten. Mhm. Bist jetzt erst einmal der Computer, hättest du keine Energiequelle oder hättest du kein Programm und keine Daten, dann wärst du einfach bloß ein Ding, ein totes Tod jetzt im normalen, in der normalen Vorstellung tot. Du merkst, da reimen sich jetzt die Worte schon, wenn du weißt, dass Tod heißt zu viel. Mhm. Ist klar. Dann bist du praktisch ein Geist, der schläft, ohne zu träumen. Mhm. Um träumen zu können, brauchst du zuerst einmal als Computer ein Programm und die Daten. Das, was du als Programm und die Daten in dir hast, was ich jetzt erst einmal sehr, sehr vereinfacht ein Chat nenne, das kriegst du wie eine Datei in kleinen Häppchen zugeteilt. Mhm. Okay?
Und jetzt ist es wichtig, wenn wir jetzt sagen, das Programm nennen wir ja das blaue Ich, das ein Konstrukt wäre und Interpretationsprogramm. Mhm. Was jetzt hier ganz entscheidend ist, der Sinn des Lebens für dich Geistesfunken ist, dass du dieses spezielle Programm, das du zurzeit durchlebst, dieses Buch, das du liest, wie ich das, du bist der Leser, diese Filmbeispiele, wo ich habe, drücken eigentlich immer dasselbe aus, dass du das durchschaust. Mhm. Und jetzt ist es, um ein Konstrukt wäre und Interpretationsprogramm zu durchschauen, muss ich dir Reize geben. Das heißt, wenn ich jetzt in dir Reizauslöser, wie ich das nenne, das Klingelingeling, und dann wirst du reagieren, dass du ans Telefon denkst oder an die Haustürglocke denkst, je nachdem. Mhm. So ein altes Beispiel, wenn du das Wort Ariane hörst, was du zuerst einmal an deine Tochter denken, in dem Alltagsbewusstsein, im Holofeeling-Kontext wahrscheinlich an die Ariane mehr vom Jan. Ja. Und das, genau das sollst du dir bewusst machen. Mhm. Mhm. Dann kannst du deine eigene Neugier beobachten und die kleinen Wunder, wo in dir ablaufen, die ich permanent in dir auftauchen lasse, dass du inspiriert wirst ohne Ende. Mhm. Das ist, wenn du spielst, tauchen ja Sachen in dir auf. Oder ganz wichtig, wenn du mit jemandem sprichst und jemandem was erklärst, wenn du wirklich neben der Liliane stehst, die erklärt, was du feststellen, ich habe das so oft gesagt, da taucht eine Frage auf, von dann gegenüber der Liliane, die du dir ausdenkst, du denkst dir die Liliane auch aus und die Liliane antwortet dann spontan nach bestem Wissen und Gewissen, oft mit einem Beispiel, dass du Geist, wenn die Liliane das in deinem Traum jetzt erklärt, dass du Geist genauso zum ersten Mal hörst, wie praktisch der Gegenüber von der Liliane könnte die überhaupt was hören, aber ich bezweifle, dass Gedanken was hören können. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Das sind die kleinen Wunder, die dir bewusst werden, dass das aus dir sprudelt, das Wissen in dir auftaucht. Mhm. Zum einen spontan, das ist Inspiration, oder dann angetrieben durch die Neugier. Ja. Was du dann selber mehr oder weniger dann entfaltest, wenn du in ein Wörterbuch reinschaust oder zufällig in dem Buch auf was stößt, zufällig in Anführungszeichen. Mhm. Und das ganze Spiel sollst du einfach nur beobachten. Ja, ja. Und verändern wollen wir an dem Ding nichts. Nee, nee. Es ist große, das ist die verborgene Harmonie der Dinge, dass du die absolute Veränderung und das Nicht-Verändern ist ja auch wieder eine Welle. Dass die wirkliche Veränderung erst dann stattfindet, wenn du aufhörst, was verändern zu wollen, wird sich's verändern. Das ist meine alte Geschichte mit dem blinden Arschloch. Ja, mir ist das schon mal aufgefallen, sagen wir mal, bei irgendwelchen Dingen, wo man sich innerlich so ein bisschen aufgerieben hat oder aufgeregt hat. Und jetzt wird wieder mal so eine Sache eingespielt und plötzlich ist da überhaupt keine Reaktion oder keine Aufregung mehr da, sag ich mal null. Das kann ich dann ja auch nur beobachten in dem Moment. Richtig. Und das ist eine stoische Ruhe, die du kriegst, und das ist in vielen Facetten, dass das Programm, das immer noch reagiert, immer mehr Ruhe kriegt, indem du das erkennst. Das ist das, was ich sage, es heilt sich von selbst. Es wird sich nicht heilen, wenn du das mit Gewalt erzwingen willst. Das ist dann wieder das Ego. Ja, ja. Zum Beispiel, wenn dir auffällt, dass du neben dir stehst, das habe ich so oft gesagt, und du willst dir irgendeine dumme Angewohnheit abgewöhnen, bist du mit dem Programm nicht einverstanden. Du hast nicht mit dem Programm nicht einverstanden zu sein, sondern das zu durchschauen. Mhm. Nimm einfach den Führerscheinprüfungsbogen. Es ist nicht deine Aufgabe, den zu korrigieren, und dann praktisch den neu zu erschaffen ohne Fehler. Mhm. Das ist übrigens auch so ein Trugschluss, wo viele meinen, hier immer wieder mit dem Überleben, dass ich, es sind solche einfache Beispiele. Überleben kann wirklich, also jetzt Überleben im Bezug, es ist schon wieder das Leben über dir, sind deine Gedankenwellen. Das ist ja das, was du erlebst. Ich sage die Sprache, man weichert sich jetzt fast, Sachen auszusprechen wie Tod oder Sterben, die ja in deinem bisherigen Kontext in der materialistischen Interpretation ein Vergehen darstellen. Mhm. Das Wort Vergehen ist wesentlich schöner, weil da ist die geistige Ehe da, dass Plus und Minus eins werden. Mhm. Dass das wieder in sich zusammenfällt, in die Einheit zurückfällt. Aber es ist definitiv so viele und es die Erben, das haben wir ja schon so oft durchgesprochen, ja. Dass auch hier ist, gilt dieses Prinzip, dass jegliche Form von einer bisherigen materialistischen Logik genau im Widerspruch steht zu einer geistreichen Sichtweise. Mhm. Und auch für die ganzen Worte, die du benutzt. Ja. Und durch Blauschreibweise kannst du wirklich jedes Ding positiv machen, also verbindend machen oder trennend darstellen. Auch wenn das in die Wörterbücher nicht drinsteht, darum sage ich auch immer wieder, erfinde neue Wörter. Mhm. Der Trick dabei besteht,
dass du trotzdem nichts verändern sollst. Mhm. Nehmen wir mal mein kleines Beispiel mit dem Haar. In dem Moment, wo du dir noch Wörter dazu, Buchstaben dazu denkst, veränderst du ja nichts an dem Haar. Nee, ist klar. Verstehst du, das ist das Wichtige. Das Problem ist zum Beispiel immer wieder das Spiel, wenn man was loshaben will, die Einseitigkeit, das Krank- und das Gesundsein. Mhm. Das ist, solange du einseitige Ziele anstrebst, du hast es schon so oft wirklich tausende Male gehört, solange du einseitige Ziele anstrebst, wirst du dich selber entheiligen. Mhm. Und das Leben wird dich mit Gewalt heiligen. Das heißt, immer wenn du gesund sein willst und du bist dann gesund, wird wieder eine Krankheit auftauchen in dir, weil du brauchst ja die Krankheit zu der Gesundheit. Bloß wenn du dann wieder krank bist, dann redet dir deine Logik, wenn du das nicht durchschaust, dass dein ich war ja krank, ich will wieder gesund werden. Du willst dann immer wieder einen Zustand, da ist auch ein Gefühl von Zukunft da, wo natürlich dann du sagst, ich will jetzt gesund sein, ich will jetzt gesund sein und nicht krank sein. Das musst du erkennen, wenn das noch in dir drin ist. Dann der Heilung. Prozess. Das ist dann auch so eine Sache, dass sich das Himmelreich, das die Leute anstreben. Pass auf, das Himmel, um eins klar zu machen, das Himmelreich kann nur jemand betreten, der nicht gedacht werden kann. Ich komme gleich dazu, wieso. Mhm. Das ist ja die höhere Ebene, die Synthese. Ja, ja. Mhm. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig, dass du aufpasst. Wenn ich jetzt zum Beispiel Materialist bin, glaube ich an sowas sowieso nicht, dann sage ich, wenn mein Körper vergeht, gibt es mich ja nicht mehr, weil ich der Körper bin, die kannst du eh alle ausklammern, die sind weg, egal wer das ist. Das ist diese präzise Aussage, dass ich sage, es wird nicht so niemand, den du dir ausdenkst, auf Ewigkeit gesehen überleben. Mhm. Es sind Figuren in einem Raum, die sind eigentlich schon weg, wenn du nicht mehr dran denkst. Mhm. Ob dir das passt oder nicht, das ist das, was ist. Das ist ein hundertprozentiges Faktum. Ja. Die ganzen Gedankenspiele, die Menschheit zu retten oder Menschenleben zu retten, ist alles geistiger Dünnschiss, ausgedachter geistiger Dünnschiss. Mhm. Es ist nicht mehr. Für einen Materialisten sind es unvorstellbare Aussagen. Harte Aussagen, lieblose Aussagen. Nein, es ist einfach das, was ist. Mhm. Und es wird erst lieblos durch die Interpretation des materialistischen Egos. Ja. Okay? Mhm. Jetzt kann ich, wenn ich gläubig ging, kann ich mir zumindest an den Hoffnungsschimmer klammern, dass ich ja eigentlich nicht dieser Trockennaseaffe bin, sondern eine Seele bin und die überlebt. Aber die Seele überlebt genauso wenig wie ein Trockennasenaffe, weil auch eine Seele ist was ausgedacht. Es überlebt nicht einmal ein ausgedachter Gott, weil der nur dann da ist, wenn du ihn denkst. Mhm. Okay, jetzt kommen wir in die höhere Ebene des Himmelreichs, wo sich diese Idioten vorstellen. Stellst du dir das Himmelreich vor? Ja, und dann sehe ich meine geliebten Menschen, meine Oma und mein Opa wieder und dann komme ich in eine Welt, wo es keine Krankheiten mehr gibt und keine Kriege mehr gibt. Das Himmelreich wäre total unvollkommen. Das Himmelreich ist die Erkenntnis, dass alles gleichzeitig ist. Verstehst du? Das heißt, ein Himmelreich ohne Kriege, ohne Krankheiten, ohne Missverständnisse ist nicht vollkommen. Es sind doch wieder bloß Einseitigkeiten. Es wäre eine Welt voller Einseitigkeiten. Bloß jetzt sagst du, ich bin jetzt in der Welt genau dieser Einseitigkeiten, die ich die ganze Zeit da unten angestrebt habe und wo mir irgendwer immer wieder ein Knüppel zwischen die Beine schmeißt, weil immer wieder die schlechten Seiten auftauchen. Wieso tauchen die schlechten Seiten, die Krankheiten, die Kriege immer wieder auf? Weil du die lieben sollst. Liebe deine Feinde. So ein ganz einfacher Satz. Du brauchst die, um auf die höhere Ebene zu kommen. Und was jetzt der Unterschied ist, das Himmelreich ist genau genommen ein Traum, genauso wie der jetzige Traum, bloß mit einem feinen Unterschied ist, dass du jetzt weißt, wer du bist. Das ist der Sprung von der unbewussten Reinkarnation. Das ist, wenn ich jetzt unbewusst die Liliane spiele in meinem Traum. Und ich betrachte mich als Einzelwesen und ich erahne zwar, dass da irgendwas anders ist. Oder ich bin jetzt ganz bewusst in dem Traum, in meinem Kopf, der Udo. Der Unterschied zwischen unbewusster Reinkarnation und Wiederauferstehung. Das ist, es ist praktisch wie wenn du ein Schauspieler bist auf einer Bühne, auf einer Theaterbühne, bloß die Theaterbühne ist deine ausgedachte Welt, die letztendlich nur aus hier und jetzt ständig wechselnden Informationen besteht, wo du ganz gezielt in eine Rolle schlüpfst, die vollkommen real ist, bloß du weißt jetzt, was Sache ist. Und dann kannst du mal einen Verbrecher spielen, du kannst an AIDS-Kranken spielen, denke an mein Tom Hanks-Beispiel. Und du kannst dich da voll reinfahren lassen und dann hast du selbst, wenn du heulst, hast du dann Freude, wenn das real aussieht. Es klingt jetzt sehr komisch, aber ich kann
nicht anders kommunizieren mit dir. Du weißt, wir sind da beschränkt, wie wenn ich mit Windows mit einem Basic-Computer reden muss. Ja, ja, ja. Aber du kannst es durchaus erahnen, da müssen wir nicht drüber reden. Du merkst doch selber deine Inspirationen. Es gibt nichts zu verändern. Es verändert sich von selbst. Sei weiterhin neugierig, mach das, was du magst. Fang an zu lieben, und zwar die rote Liebe ist nicht schmalzig. Okay. Kriege ja sehr feine Antenne, wenn in der Lineale wieder sowas wie Mitleid, wieder, wenn diese normalen Strukturen wieder in dir auftauchen. Und dann schau einfach, und dir wird immer mehr bewusst, wie unendlich geistlos und wahnsinnig die Welt um dich herum ist. Ja. Das ist wieder, ob du, je nachdem, was du jetzt mit deinem Programm für einen Fokus hast. Ich habe heute die Fettings, jetzt mache ich wieder raumzeitlichen Schnickschnack mit dir. Bei den Fettings angerufen habe ich gesagt, wenn du Perspektiven wechselst, das ist einmal, da gibt ja so wirklich, ich benutze das Wort unendlich jetzt, unendlich viele Perspektiven. Du hängst in Einseitigkeiten, ob das Verschwörungstheorien sind, weil ich das Beispiel gebracht habe, weiß nicht, ob du da jetzt, ich rede jetzt als Udo zur Liliane, dass wir normal sprechen können, weil sonst muss ich, darf ich, du weißt, das, was ich dir erkläre, wird durch jedes Wort, das ich ausspreche, zerstört. Das ist eigentlich schon tausendmal erklärt. Das, wenn man jetzt, wenn du eine deutsche Zeitung liest, egal was, und da geht es um Assad, wir bleiben mal jetzt zeitaktuell, da ist fast in 70-80% der Fällen, wenn das Wort Assad fällt, ist es immer in Verbindung mit Meuchelmörder oder Massenmörder. Mhm. Der Schweizer, im Schweizer Fernsehen war ein Interview mit dem Assad. Hast du das gesehen? Nee. Ich müsste das fast einmal schicken. Es ist nur, dass du andere Perspektiven kriegst. Und wenn du das Interview mit dem hörst, abgesehen davon, das ist meistens im Kontext, dass das wieder manipuliert ist. Warte mal einen kleinen Moment, ich schicke dir mal schnell den Link, da musst du es nicht hersuchen. Mhm. Ich habe das nämlich gerade die Fettings auch geschickt. Also das müssen wir relativ schnell, müssen wir das greifen können. Mhm. Und jetzt, weil ich gerade dabei bin, ich schicke dir mal drei Links. Ja. Pass auf, drei Links. Über Skype? Über Skype gleich. Das sind nur, ups. Klein, ich suche die, man muss die Bluschen aufmachen, dass ich nichts habe. Ich schicke dir drei Links. So, den mache ich noch. So. Du musst jetzt nicht gleich anschauen. Nee, nee, ist okay. Kann ich ja später. Warte mal, ich mache das so, dann geht es schneller. Ich mache das über einen Editor und da brauche ich nicht, kann ich das nämlich auf dreimal machen. Mhm. Denkwürdig so. Dann haben wir, das ist das Erste. Dann setzen wir den YouTube-Link rein. Das ist auf der Seite auch drauf, aber falls das nicht... Das ist auf der Seite, das ist der Zeitausschnitt. Da geht es dann wieder um Lügenpresse. Das ist also dasselbe, habe ich auf YouTube nochmal geschickt. Und dann tun wir vom Schiller-Institut was schicken. Da gibt es nochmal einen Link ganz aktuell, wo den Assad seine Ehefrau in einem Interview mit ist. Ah, okay. Und glaub mir, wenn ich dir das jetzt sage, ich bin alles andere. So, jetzt habe ich die rausgesucht und jetzt stelle ich dir die schnell rein. Also wie gesagt, die musst du jetzt nicht klein öffnen, die kannst du danach anschauen. Ich sage dir jetzt da schnell, jetzt Lügenpresse hin oder her. Es ist immer mit den Perspektiven. Du weißt, wenn du jetzt mal geistreich dir die Sache anschaust in einem Film, jetzt die größere Welt, die du ja nur durch Medien und Basieren kennst, diese Welt, dass wenn du den Assad jetzt zuhörst, einfach einmal als Mensch und du hast Erkenntnis, schau dir denn seine Physiognomie an, schau dir an, was der spricht. Und dann ist es schon fast der Frevel, wenn du sagst Massenmörder. Du wirst feststellen, das liegt eigentlich von der Perspektive auf der anderen Seite. Es ist ähnliches Gefühl, wo ich hatte mit Redo, da war mal, wie die Irak-Krise so groß war mit den Ahmadin, bla bla bla.
Der ist jetzt nochmal Präsident vom Iran. Ahmadinejad oder wie er geheißen hat, habe ich schon wieder vergessen. Der Holocaust-Leugner, der angebliche. Da war ein Fernsehinterview mit dem Kleber. Das habe ich damals, war das im Gespräch, habe ich angesprochen, ist jetzt schon wieder ein halbes Jahr her, der ist ja nochmal aktuell, wo ich gesagt habe, wenn du das Interview anschaust zum Redo damals, und der Redo war total entsetzt, Kleber, der ZDF, der hat ihn so ausgebremst, der Ahmadin, und der hat so präzise, da ist fast jedes, in jedem dritten Wort war das Satz Gott, aber nicht aus einem Fanatismus heraus, sondern aus einer Liebe heraus, der war so auf den Punkt, der hat so mit Fakten gesprochen, dann hat der Kleber, der Journalist, der ZDF-Redakteur, hatte dann zum Stottern angefangen. Das Gesicht, die Physiognomie, wenn du dir angeschaut hast, weil ich gesagt habe, du schämst dich fast, ein Deutscher zu sein, wenn du sagst, ich gehöre zu diesem Land, das dermaßen sturköpfig ist. Und immer wieder die Frage, warum haben sie, der hat es in zig Variationen beantwortet. Da hast du gemeint, der kann nicht zuhören, der kann kein Deutsch, der deutsche Redakteur. Weil er es einfach nicht wahrhaben wollte, die Fakten, die der hier auf den Tisch bringt. Jetzt sind natürlich Fakten, es ist eine Märchengeschichte, Liliane. Du lebst in einer sehr, sehr kompletten Geschichte. Es ist einmal deine ganz persönliche Geschichte, was du erlebst, und die große Welt drumherum ist ein Märchen. Und da muss ich sagen, wie viel Scheißdreck muss ich dir eigentlich noch einspielen, bis du merkst, das kann doch gar nicht sein. Ja, ja. Das ist einmal der wahnsinnige Geldwahn von allen Menschen. Als wenn wirklich nur noch, und ich meine das nicht negativ, wenn du das als Unterhaltung siehst, wie ein Krimi oder ein Gruselfilm oder ein Liebesfilm mit den ganzen Missverständnissen. Ja. Wie eine Märchengeschichte mit Feuerspeien, Drachen und Hexen, die waren ja auch Grieche geführt. Ja. Du musst die Metaphern verstehen. Verstehst du? Wenn du das nicht als Wirklichkeit nimmst, dann ist es wirklich ein Exempel. Aber solange du das als Wirklichkeit nimmst, dieser Riesenwahn, es geht doch nur noch um Geld verdienen. Es ist nur Geld, Konsum, Geld, nochmal Geld, die ganzen Weisen der Welt und nochmal Geld. Und da kommst du, das geht, der Witz ist, solange du das ankämpfst, hast du es nicht verstanden. Ja. Du kämpfst doch auch nicht, wenn du ein Märchen liest, freust du dich über einen Drachen oder über irgendwas Böses, weil es zur Geschichte gehört. Du musst dich da davon gelöst haben. Ja. Verstehst du? Hat, ist es immer wieder, wenn du Putin nimmst jetzt und Westen und Osten, sagen wir einfach Westen und Osten, dann wirst du feststellen, du sollst dich über die Tasse stellen. Wie oft hast du das Beispiel gehört? Und jede Diskussion, die läuft, wenn du ich bist, hat jeder Recht. Ich sage jetzt nicht, dass der mehr Recht hat. Jetzt kommt aber was dazu, dass ich sage, jetzt lass deine Menschenkenntnis. Schau dir den Assad an oder den Ahmadin damals hier, der ja der Satan, der personifizierte Satan angeblich war. Oder jetzt, neueste Umfrage habe ich in der Zeitung gelesen, die Deutschen, wer bringt mehr Sicherheit, welcher amerikanische Präsident? Ich sage zuerst einmal, dass beide Präsidenten ein Witz sind. Schon die Tatsache dieser zwei Wahlmöglichkeiten ist ein Witz. Dann sagen, ich weiß gar nicht, wie viel dazu, 70% der Deutschen sagen, die Clinton ist besser für Deutschland, weil ein geistloser Haufen von Bierchen ist, die Massenmedien noch predigen. Okay. Rein in der Zeitgeschichte, und da meine ich jetzt nicht Verschwörungstheorien, nahezu die ganzen Ostkonflikte sind von der Clinton verursacht worden. Die Libyen-Krise muss bloß im Fokus einmal drauflegen. Das ist jetzt nicht Verschwörungstheorien, das ist ganz offiziell, wo sie sich auch entschuldigt hat. Obama war voll dagegen, dass die in Libyen diesen Krieg anfangen. Flugverbotszone, das praktisch der Gaddafi gestürzt wurde. Die ganze Unruhen im Osten ist maßgeblicher Parameter die Clinton gewesen. Sie war voll dafür, dass sie im Irak einmarschiert waren. Ja. Das ist also maßgeblich. Hier war sie an einer wichtigen Schaltstelle mit ihrer Stimme, wo sie sich mittlerweile entschuldigt hat. Sie würde das nicht mehr machen, sagt sie jetzt. Sie muss sie jetzt auf gut machen. Sie war eindeutig die Einzige, die schuld war, dass sie in Libyen der Krieg angefangen worden ist. Und wenn du die ganzen Hintergründe jetzt, die veröffentlichten Papiere auch von Amerikanern im amerikanischen Fernsehen, muss dir eins klar sein, dass die Clinton komplett aufrüsten will und will noch mehr Krieg machen. Der Trump im Gegenteil, der ist zwar einer, der poltert, brauchen wir gar nicht reden, alles sind beide Witzfiguren, beide hochgradige Lügner, also nachweislich, weil er sich, ich sage immer wieder, wenn du lügst, musst du ein gutes Gewissen haben, gutes Gedächtnis haben. Nur mit einem guten Gedächtnis kann man unentdeckt lügen, das haben offensichtlich beide nicht, weil die Äußerungen, die weltweit verbreitet wurden, in den Zeitungen veröffentlicht wurden, haben sie dann anders dargestellt in ihren Reden, als ob es schlichtweg Lügen sind.
Der Trump ist zwar ein Chaot, aber interessanterweise, von Putin redet er nur gut in jeder Rede. Er sagt, er macht es richtig, der hat viel Respekt vor Putin. Weil er autoritär ist, was er sein will in Amerika. Und der Trumps Einstellung ist, er will gar nicht in die Welt, was die Clinton macht, hier den ganzen Osten und das Zeug. Er sagt, ich will unser Amerika wieder groß machen. Wobei natürlich die andere Seite jetzt immer alles aus der Zeitung heraus, wohlgemerkt, ich zitiere jetzt offizielle Zeitungen, dass er dann aber auf der anderen Seite seit 20 Jahren keine Steuern zahlt. Die sollen sich immer rotten, wieso der Milliardär wann ist. Das ist immer das Spiel zwischen Arm und Reich. Es ist ein Riesengemisch von Gut und Böse. Wir sind wieder bei der Tasse. Ja, unsere Märchengeschichten. Märchenfiguren. Und was das eigentliche Problem ist, das ist das, was ich in Ich bin beschreibe, das ist diese große Falle, dass du meinst, das Sinn halt für die Menschheit kommt von der Demokratie. Mhm. Ja. Von wem das Sinn halt kommt für die Menschheit? Von dir. Mhm. Das ist die Quelle. Ja. Es ist dein Glaube, es ist dein Programm, das zurzeit in dir läuft, das du in deinem Traum mehr oder weniger verwirklichst. Alles, was wir uns ausdenken, ist freizusprechen. Denk an den Kugelschreiber. Ja. Okay? Mhm. Wichtig ist, jetzt musst du die Ebene wechseln. In dem Moment, wo dir das bewusst wird, ich nehme alle Schuld auf mich, alles, was ausgedacht wird, ist so, weil ich es denke. Es ist nur, weil ich es denke. Und warum denke ich es so? In dem Moment muss ja hinter mir einer sein, der mir das denken lässt. Der Maler. Mhm. Das ist der Intellekt, den du zu durchschauen hast. Aber du, in dem Moment, wo dir das bewusst wird, wechselst du ja die Ebene, weil du dir jetzt diese Reihe vor dich hinstellst. Mhm. Maler, Einfallspinsel, Gemälde. Intellekt, träumender Geist, einzelne Facetten aus dem Programm. Mhm. Okay? Und auch hier auf jeder Ebene gilt, alles Ausgedachte ist freizusprechen. Das heißt, jetzt ist auch der träumende Geist freizusprechen, weil er sich ja nicht raussuchen kann, was er träumt. Und das Programm ist auch freizusprechen, weil ein Programm sich ja nicht raussucht, wie es ist. Mir ist klar. Ja. Verstehst du, es geht jetzt erst einmal, dass du in diese höhere Ebene kommst. Mhm. Habe ich im Blindfeld dann ganz klipp und klar gesagt, ich rede hier keine Feindbilder, nicht ein einziges. Wenn man hier dieses Gespräch aus dem Zusammenhang hört, dann müsste man sofort wieder meinen, ich bin ja für Putin oder für Assad. Absoluter Blödsinn. Unser Thema war Menschenkenntnis. Ganz einfach nur Menschenkenntnis. Und dann schau dir, was die Amerikaner bringen, was die Deutschen machen in ihrer unendlichen Scheinheiligkeit, in ihren heuchlerischen Tun. Mhm. Fähnchen im Wind. Und alle diese Charaktere sind festgelegte Charaktere, Liliane. Die können da auch nichts. Pass auf, ich mache eine raumzeitliche Geschichte. Ich sitze mit meiner Mario und wir schauen einen Film an. Ist jetzt einmal wurscht, was das für ein Film ist. Du schaust den Film an, mhm. Ist ein ganz, ganz mieser Charakter drin gewesen. Mhm. Und da hat es dich wirklich mit normaler, einprogrammierten Moral verstanden. Sagst du bloß, wie kann man bloß so sein? Das ist ja kein Mensch, das ist ein Tier. Mhm. Dann sage ich zu meiner Marion, sag ich, pass auf, zuerst einmal, wir haben jetzt Pixelmännchen, wir können jetzt unsere vier Stufen der Vergessenheit und Schauspieler ausdenken. Das ist aber sekundär, es geht um den Charakter, der dargestellt wird, nicht um den Schauspieler, den wir uns jetzt aufgrund des Pixelmännchens denken. Nur dieser Charakter, das ist eine rein fiktive Geschichte und die wurde festgelegt von einem Drehbuchautor. Mhm. Das heißt, dieser Drehbuchautor ist Gott und er hat diesen Charakter erschaffen mit einem ganz klaren Sinn, um diesen spannenden Krimi aufzubauen. Mhm. Okay, ja. Wie oft hast du das schon gehört? Gott hat die ganzen Tiere erschaffen. Jedes Tier ist so, wie es ist. Es stinkt. Ihr kann nichts dafür, dass es stinkt. Mhm. Yeah. Und die Giftschlange, dass sie giftig ist. Genau. Und genauso ist es mit den ganzen Protagonisten, die du dir ausdenkst. Allen. Auch den Udo und der Liliane, die du dir jetzt ausdenkst. Mhm. Da kann sich keiner raussuchen, dass sie so sind. Meinst du, dass ich mir raussuchen konnte, dass ich jetzt als Udo in deinem Traum der Udo bin, den du dir ausdenkst? Hast du ein anderes Programm, taucht der Udo auf, ist ein totales Arschloch mit einem anderen Programm. Ja. So spielt er sich ein. Das anderes Programm hat dies verbunden mit einem anderen Wertesystem. Okay, ja. Verstehst du? Aha. Was jetzt, pass auf, wir machen nochmal einen Sprung. Also das ist einmal klar, dass diese Charaktere eine Schuldzuweisung, wie kann man bloß so sein? Dann könnte ich sagen zu dem Auto, wie kann man sich bloß so eine schlimme Geschichte ausdenken? Wenn es bloß gute Geschichten gibt, ich sage jetzt mal gut, was ist gut und schlecht an Filmen? Soll ich nicht immer, Filme sind einfach nur, Qualitäten liegen im Betrachter, im Wertesystem des Betrachters, der macht die Qualitäten. Mhm. Wenn jemand beleidigt ist, beleidigt fühlen, die ganzen Gefühle hat nur der Geist, der träumt. Mhm.
Das heißt, die Rolle, die du spielst, weder dein Gehirn ist beleidigt, noch deine Augen sind oder deine Ohren sind beleidigt. Du bist beleidigt, wenn du jetzt sagst, ich bin die Liliane und dein Programm, irgendwas passiert, es taucht jemand in dir auf und der saut dich ab. Okay? Was ist da eigentlich da? Es taucht in dem Gesichtsfeld, in deinem Gesichtsfeld jetzt, taucht ein Trockennasenaffe aus und der stößt Geräusche aus. Mhm. Er spricht zu dir. Mhm. Das ist einfach das, was jetzt ist, was du mit deiner Interpretation aus den Worten machst und wie du die interpretierst, die Gefühle, die du dir dann zwangsläufig mit dieser Interpretation einhandelst, das hat mit den Worten als Ding an sich das dann mal gar nichts zu tun. Mhm. Ja, so ist es, ja. Das ist ganz wertfrei gesehen. Mhm. Und du kannst hier Menschenkenntnis studieren und dann wirst du wirklich, wenn du hinter die Masken schaust, dass du mal jegliche Form von Wertung wegmachst, sondern auf substanzielles Menschenkenntniswissen zurückgreifst, da wird dir dann sehr, sehr klar, wo eigentlich jetzt momentan in der Geschichte, dass sich das Wertesystem umdreht. Dass ich prinzipiell jetzt erst einmal sage, alles, was du geistreich siehst, wenn du es geistreich siehst, wirst du feststellen, dass die Qualität, die du mit geistreicher Sicht verteilst, mhm, genau gespiegelt sind zu dem, was du bisher gesehen hast. Mhm. Ja, okay. Das heißt, es sind die zwei. Und wichtig ist jetzt, es geht nicht um jede Vorstellung von richtig setzt eine Kehrseite. Ich kann es immer wieder nur predigen. Und glaub mir, es ist nicht, dass ich nichts Neues wüsste. Ich könnte ja so unendlich viele neue Sachen sagen. Wir müssen bloß präzise werden. Unheimlich präzise werden. Du bist so schön, ich inspiriere dich, was du jetzt wieder geschrieben hast. Das ist doch absolut toll. Ja. Ja. Du musst mir nicht reden. Ich mache mich ja nicht fest an einen Glauben, an eine Religion. Nee. Du wirst irgendwann einmal begreifen, dass es nicht so niemanden geben kann, der das verstanden haben kann. Mhm. Da können Figuren auftauchen, die unheimlich weise daherreden. Mhm. Verstehst du jetzt der Udo zum Beispiel in deinem Traum? Ich sage nicht, ob ich weise daherrede, hängt wieder im Auge des Beurteilers, in dem Wertesystem, der jetzt diese Worte hört. Mhm. Aber wenn du jetzt sagst, der spricht ja so total weise, das, was der Udo spricht, ist eine Figur in deinem Traum. Mhm. Und die können sich nicht raussuchen, was die reden. Da bist du in der Hierarchie eins drüber, der Geist, der sich jetzt das Gespräch ausdenkt. Müssen sich beide ausdenken, ja. Richtig, und jetzt haben wir doch das JCH will mit dem ICH rot geschrieben kommunizieren. Das ICH kann aber nicht von unten nach oben sehen. Mhm. Also lass ich dich Geistesfunken träumen. In deinem Traum bist du jetzt der Mensch, der du zu sein glaubst. Und jetzt taucht der Mensch Udo in deinem Traum auf. Alles sind festgelegte Rollen. Mhm. Und du bist der, der das erlebt. Nicht die Figur, die du zu sein glaubst. Mhm. Und alles, was ich jetzt hier diesen Menschen erkläre, der du zu sein glaubst, erkläre ich eigentlich den Geist, der sich das Gespräch ausdenkt. Mhm. Habe ich doch so oft wiederholt. Das Selbstgespräch. Es sind immer die Selbstgespräche. Und jetzt ist es ganz, ganz wichtig bei den Figuren, dass du plötzlich merkst, dass jetzt hier, das natürlich immer wieder hängt jetzt von dem Interesse ab. Weißt du, man meint immer, das, was dich interessiert, müsste alle interessieren. Und du wirst feststellen, das ist so unendlich weit weg. Selbst Leute, wo wir jetzt mal, wenn wir mal wieder sagen, die ein bisschen mit Holofeeling sich beschäftigen, da wirst du merken, da setzt du jetzt Sachen voraus, wenn du dann tiefer gehst. Das ist so unendlich weit weg. Da habe ich auch genügend Beispiele gebracht. Was jetzt wieder kein Vorwurf ist gegenüber diese Figuren, weil jeder ja seine Rolle spielen muss. Ja. Sondern du erkennst, dass du immer den anderen mindestens einen Schritt voraus sein musst. Mhm. Mhm. Ja. Weißt, da kann ich 10-mal von meiner Inge schwärmen. Mhm. Sie bleibt eine Figur in deinem Traum, du bist auch dann da, wenn es keine Inge gibt. Mhm. Die wird sich auflösen in Luft und die Liliane wird sich auflösen. Ja, ja. Das sage ich jetzt, innerhalb dieser Figuren gibt es welche, die können jetzt rein auf ihren Charakter mehr miteinander und andere können weniger miteinander. Ist klar. Dass ich als Udo zum Beispiel mit manchen Leuten wieder mehr, ich würde mich jetzt mit dir, wenn man die philosophieren über Wörter aufbechern, würde ich mich mit der Liliane lieber unterhalten wie mit endlichen anderen. Dann rein als Brüssel Udo sind mir andere wieder deutlich lieber, weil meine Art von Humor nicht so der Liliane ihre Sache ist. Verstehst du? Das ist einfach jetzt alles immer nur ehrlich. Ja. Aber es ändert nichts, dass überall steht der Geist, der immer ist. Und da kannst du dir sicher sein, das ist der Geist, der sich jetzt das Gespräch ausdenkt. Mhm. Mhm.
Da kann ich tausendmal sagen, Holofilm ist ein ganz anderes Denksystem und du musst neutral werden. Alles, was dich widerspricht, erzeugt was vollkommen Neues. Das ist das eigentliche Himmelreich. Ja, und das sind die Feindbilder, die Demokratie, all die Geistlosigkeit, das meine ich nicht böse, es ist einfach das, was ist. Schatten. Schatten sind kein Licht. Die Sonne, die du dir ausdenkst, ist ein Schatten auf der Leinwand deines roten Kopfes. Dieses Berosche, dieses Kopfkino. Es ist keine Lichtquelle. Ja. Und das ist, ich weiß, es ist im ersten Moment sehr, sehr hart, die ganze Physik, all die ganzen Lügenmärchen, wenn man jetzt wieder, weil ich jetzt gerade fällt mal dein Wolfgang ein, hier mit der Marssonde. Das ist, ich habe mir die Sondersendungen angeschaut, jetzt mit der Marssonde und wie sie dann waren und die ist dann abgestürzt. Und dann habt ihr jetzt halt wieder ein paar Milliarden verbraten, verstehst du, oder ein paar hundert Millionen oder was das gekostet hat. Aber es ist ja trotzdem ein Erfolg, weil ja der Trägersatellit ja noch da ist, der jetzt um eine Masse rumkreist. Was haben die letztendlich? Es ist wie mit der DNA. Die sind rein nur Bits, die sitzen am Computer, die sind, die leben in der Welt ihrer eigenen kleingeistigen Vorstellungen, ihrer geistlosen Vorstellungen und verstehen die Symbolik nicht. Mhm. Ja, ist klar. Die Symbolik. Ich kann immer wieder bloß sagen, halt verdammt nochmal das zweite Gebot. Ja. Und diese Mündigung, wo du hast, ich habe gerade im Moment hab ich in Bleinfeld, wo ich die DNA-Analysen anspreche, in die Krimis. Wenn du da wirklich einmal in die Tiefe gehst, nicht nur, dass man das nicht sieht, wie das dann ermittelt wird. Man kann ja jetzt neugierig sein und sagen, wie machen die das eigentlich im Labor? Und du kannst ja alles verwirklichen. Du kannst deine Hühnerstelle verwirklichen. Für Leute, die dich nicht interessiert, existiert es nicht, weil es in denen ihren Raum nicht ausgedacht wird. Ja, ja. Stell dir mal vor, du hättest jetzt das Programm für irgendeinen Indianer, der im Amazonas-Dschungel ganz, ganz hinten weg von der Zivilisation lebt. Soweit es das überhaupt noch geben sollte. Jetzt merkst du schon, die Frage ist eigentlich hinderlich, weil die setzt schon wieder voraus, dass ich glaube, da außen der Erdkugel mit einem Amazonas-Dschungel mit irgendwelchen Eingeborenen, die noch im Dschungel leben. Aber ich kann sie mir ja innerlich denken. Selbstverständlich. Und darum mache ich jetzt einmal, aber die sind immer nur, wenn du sie denkst, die sind nicht da außen in dem Dschungel. Aber wenn du jetzt diese Logik von so einer Figur hättest, hättest du solche Probleme überhaupt nicht, weil du davon gar nichts weißt. Es würde in deiner Welt nicht existieren. Genau. Ja, es gibt es doch trotzdem. Ich sage, jein. Das ist ja das schönste Wort überhaupt. Das heißt, wenn du auf der höheren Ebene bist, bist du im Zustand des Jein. Ja. J, imperfekt gelesen, heißt ja er oder es. Ein heißt nicht existierend. Ein, J, ein heißt, er wird nicht existierend oder ist nicht existierend, okay? Ja. Aber ist das nicht das Plus und das Minus gleichzeitig? Ja. Das ist die Nulllinie. Und jetzt ist natürlich das Spiel mit der Sprache, wenn ich immer wieder anspreche, ich könnte so viele Facetten dazu machen, dass das dann mal, es gibt schon mal keinen Raum. Das Volumen, das Fülle, das Rollen. Pass auf, wenn du jetzt hörst zum Beispiel, wir sind jetzt einmal raumzeitlich, das heißt, du hörst jetzt Worte. Worte kannst du nur hören, weil da aus dem Lautsprecher Schallwellen rauskommen, ist ja alles ausgedacht. Hat noch nie einer gesehen, das sind reine Konstrukte. Genauso wenig wie Luft noch nie einer gesehen oder gerochen hat, weil reine Luft ist eigentlich geschmackslos. Wenn du jetzt sagst, oh, riecht diese Gebirgsluft schön frisch, das ist eigentlich die reine chemische Luft, ist vollkommen geschmackslos. Dieses Gemisch, dass man weder sehen noch riechen noch schmecken, bla 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 kann. Das ist ja ein Konstrukt, das ist Wissen, das sind alles Vorstellungen, die du verwirklichst. Aber jetzt pass auf, jetzt sind ja diese Schallwellen, sind ja sogenannte Longitudinalwellen, die sich durch den Raum ausbreiten. Das heißt, du brauchst für Schallwellen einen Raum. Okay, jetzt das, was du jetzt hörst, was ja angeblich durch Schallwellen ausgelöst wird, ist nur Schallwellen, sind nur in Verbindung mit einem Raum möglich. Jetzt pass auf. Jetzt wird es interessant, auch die Heiligkeit, die du dir ausdenkst, ist nur möglich in Verbindung mit Krankheit. Okay. Ein träumender Geist ist erst ein träumender Geist, wenn er zum Träumen anfängt. Was ist der träumende Geist, wenn er nicht träumt? Jetzt kannst du sagen, ein Geist, aber ein Geist ist schon wieder was Ausgedachtes. Das ist die Krankheit. Worauf ich jetzt hinaus will, jetzt pass auf, kannst du mal Gedanken drüber machen. Wenn du jetzt da sitzt, was die meiste Zeit jetzt der Fall ist, ich spreche jetzt normal zu dir, Liliane, die ja eigentlich nicht da sitzt, wenn du über irgendwas nachgrübelst. Du musst jetzt erst einmal an den Körper denken. Ist das du, Geist, grübelst, du sinnierst über irgendwas nach. Ja. Das heißt, du sprichst ja Worte in deinem Kopf. Das ist ja, du hörst ja selbst zu. Das heißt,
du sprichst, das heißt, du erzeugst in deinem Wort, in deinem roten Kopf Geräusche, und du hörst dir dann selber zu. Ja. Aber diese Geräusche können ja gar keine Schallwellen sein, weil in deinem Kopf ist kein Raum, wo sich irgendwelche Schallwellen ausmachen. Nee. Diese Geräusche. Ja, auch im Traum, wenn gesprochen wird oder ich was höre. Es ist alles ganz anders. Ne? Das kann ich dir alles bis ins Detail erklären. Und das Schöne ist, dass wir trotzdem die Formeln in den Physikbüchern benutzen können. Wir müssen die bloß geistreich auslegen, so wie wir die Dora geistreich auslegen können oder den Dennach. Das ist, du musst begreifen, dass alles symbolische Bilder sind. Ja, ja. Okay. Und das ist jetzt, dass ich an einem Punkt bin, dass ich immer wieder sage, wie viel Scheiß muss ich dir noch einspielen? Und da wirst du dann irgendwann einmal merken, dass das esoterische Geschwätz nicht besser ist, solange du das nicht komplett überwunden hast. Die ganzen Bilder. Ich sage immer wieder, hör ganz genau, was kommt. Jeder Moment, der in dir auftaucht, ist der beste, den es überhaupt gibt. Ja, ja. Das wird nicht auftauchen lassen. Jetzt schau, ob es ein Reizauslöser ist oder ob es von dir eine Interpretation ist. Das kannst du ganz klipp und klar trennen. Du kannst deine Wertungen beobachten bei den Momenten, du kannst schauen, das Klingelingeling-Beispiel, die ganzen Beispiele sind so unendlich tief, wenn man die versteht, obwohl die so extrem simpel sind. Und darüber gibt es da nichts zum Diskutieren. Ja, ja. Das heißt, ich immer gerade dieser Bleinfeld-Vortrag, der erste Teil vor allem, da ist eigentlich alles Wesentliche nochmal auf den Punkt gebracht, wo ich sage, da diskutiere ich nicht mit einem Trockennasen ab und drüber. Ja. Das ist, es gibt nichts an der Welt und an dir selbst zu verändern. Die eigentliche Veränderung findet statt, wenn du ganz, ganz bewusst eigentlich nur schaust, wie es funktioniert. Wie du reagierst, wie die anderen reagieren, die anderen Programme reagieren. Wie bewertet wird. Ja. Und wird ganz massiv bewusst, alles hängt in der Einseitigkeit. Ganz tiefes, das Ego will sich am Leben erhalten. Mit jeglicher Ego, du auf den Körper beziehst, wenn du krank bist, willst du möglichst lang gesund werden, das ist gegen Naturgesetz. Da kann ich dann tausendmal sagen, pass auf, dein Leben besteht darin, wenn dein Geist wächst, dass du dich als Figur in deinem Traum vom Säugling bis zum Kreis veränderst. Ja. Und jede Veränderungsstufe, wie innen zu außen heißt es, ist ein Zeichen deiner Verwandlung. Schon nicht alt werden zu wollen oder irgendwie diesen Fluss zu hindern, irgendwie was nicht einverstanden zu sein. Liebe deine Feinde. Ja, ja. Das liebe all die Gegensätze, die dir zuwider sind. Also komm jetzt bitte nicht auf die Idee, dass wenn ich jetzt hier von geldgeilen Tierchen und so weiter rede, du, dass mir die zuwider sind. Ich habe die erschaffen, das sind Figuren in einem Traum. Das sind Charaktere wie in einem Märchen. Ja. Ich predige keine Feindbilder. Weder einen Assad, noch einen Putin, noch einen Trump, noch einen Clinton. Es sind schlichtweg, ich erkläre dir nur, was für Charaktere innerhalb der Geschichte, die dir zugänglich ist, zu durchschauen sind. Ja. Und da schaust du einfach, wie viele Informationen stehen dir zur Verfügung. Ja. Und da musst du ganz einfach jetzt die drei Sachen, wo ich die jetzt geschickt habe. Ich gucke sie mir an. Einmal ein Zeitungsartikel aus irgend so mehr Verschwörungsüberliegenpresse. Die hier dieses Interview im Schweizer Fernseher, das Schweizer Fernseher war beim Assad, die haben den interviewt. Das ist auf Englisch das Interview und das ist natürlich deutsch synchronisiert. Okay. Und da sind die schon wieder Lügenpresse, da will ich jetzt mich gar nicht aufhängen, weil das ein kleiner Satz ist, wo im Englischen, das läuft ja im Hintergrund mit, wenn du das hörst, ist eine minimale Veränderung, das die aber den Kontext total verschiebt. Das heißt also, an dieser einen Stelle, das geht jetzt nur um die eine Stelle, die ist für mich eigentlich total unwichtig. Ja, okay. Dass dir der Kontext schon in der Übersetzung der Kontext verschoben wird. Dann nimm die deutsche Übersetzung, wenn du zuhörst und aufs Englische nicht angehst, ist hier eigentlich schon wieder Manipulation. Aber um die geht es mir überhaupt nicht. Es geht mir rein, du hörst dir einfach einmal das an, was der Assad sagt. Und du schaust dir den Menschen an, wie er spricht, total gefasst, total ruhig. Und dann schaust du, dass all das, was der behauptet, sind auch bei uns in den offiziellen Pressen zugänglich gewesen. Jeder Mensch, der ein bisschen offen ist und nicht total blind ist, sobald was gegen den Westen ist, dass das ja eh bloß alles Geschwätz ist, dass das alles veröffentlicht ist, sind alles Fakten. Das heißt, er redet mit Fakten. Das war hier bei dem Irak-Präsidenten dasselbe in Grün, wo es gesagt hat, die sind die Bösen und die Juden sind ja bedroht von dem Iran.
Das war so eine super Rede, glaube ich mir, wo er sagte, Iran, um eins festzustellen, der Iran hat noch niemals in seiner Geschichte einen Krieg begonnen. In der ganzen Menschheitsgeschichte, in der offiziellen, hat Iran noch nie einen Krieg begonnen. Mhm. Er sagt, wir haben gelitten unterm Schah ohne Ende. Das war ein Diktator. Ja. Dann stürzen wir hier den Diktator, der nur finanziert wurde von den Amerikanern. Mhm. Der Schah. Mhm. Er ist nur großmächtig, war ein reines Gewaltregime, rein finanziert von den Amerikanern. Dann haben wir keinen Schah mehr. Plötzlich finanzieren die Amerikaner in Hussein in den Irak. Jetzt geht der Irak ab auf uns los, die bis dahin unsere Brüder waren. Mhm. Ja. Das ist die Zeitgeschichte. Das Geld, ja. Es ist immer wieder das Geld. In Libyen dasselbe in Grün mit dem Gaddafi. Die Bilder, wenn du jetzt sagst, ja, aber die Syrer. Das sind so viele Facetten. Du musst nicht einmal jetzt in diese Weltpolitik gehen. Mach mal Scientology. Mhm. Ich sage immer wieder, Sekte ist Sekte mit einseitig mit Feindbildern. Es sind alles Glaubenssysteme, die Feindbilder bekämpfen. Mhm. Ich dann immer wieder sage, wenn du jetzt rein mit einem normalen, oberflächlichen Wissen, wenn ich dann sage, Tom Cruise oder John Travolta, ja, die dann so damit Weltstar sind. John Travolta als kleiner Schauspieler sich hochgearbeitet, fliegt mittlerweile Boeing Privatjets, hat den Flugschein gemacht. Tom Cruise, wie der den Stauffenberg-Affäre in Deutschland gedreht hat, waren einige deutsche Schauspieler dabei. Ich rede alles aus das Buch heraus, Zeitungen. Ist okay, ja. Die, wo mit denen gearbeitet haben, die sagen, die sind alle hin und weg von dem Mann, die sagen, sie haben noch nie mit einem Mann zusammengearbeitet, der mit so einer Präzision an der Arbeit ist, der alles durchplant, der wirklich Geist ist. Mhm. Verstehst du? Extrem diszipliniert im Auftreten ist. Mhm. Mhm. Alles Satane, das ist, weil du nachplapperst, verstehst du? Ja, ja. Und jetzt ist es natürlich interessant, dass du schauen willst, ich sag dir, egal für was du dich stochastisch informierst, denk an das stochastisch. Mhm. Willst du glauben, willst du dafür sein oder willst du dagegen sein? Das ist schon das Problem. Ich sag dir, du sollst weder dafür noch dagegen sein, sondern du sollst schauen, was dein Programm zurzeit will. Mhm. Du sollst dein Programm durchschauen. Ja. Du sollst dir die Meinung deines Programms bewusst machen, ob du dafür oder dagegen bist. Und wenn du jetzt, da du ja mit dem Programm arbeitest, zum Suchen anfängst, wirst du merken, wenn du dafür sein willst, meinetwegen für Scientology, dann wirst du nur noch gefiltert von mir Informationen einkriegen, dass dir das immer logischer erscheint. Willst du dagegen sein, dann zeige ich dir nur Informationen, dass es immer schlechter wird. Mhm, da seid wieder Scientology-Ausstreicher ohne Ende, was das für eine kriminelle Vereinigung ist. Oder dann wieder nur positiv. Ja, wem willst du jetzt glauben? Ja. Und letztendlich, egal was du im Internet suchst, du wirst auf jede Frage tausende verschiedene Antworten finden. Mhm. Du musst dir bewusst machen, dass du mit deinem Glauben letztendlich bestimmst, in welche Richtung du marschierst. Ja, ja. Und jetzt kommt nochmal Holofilling. Ich schreibe dir nicht vor, was du glauben sollst. Ich sage dir, das sind Perspektiven. Du sollst dich für die Tasse interessieren. Für das heilige Ganze. Ja. Aber man lernt ja auch. Du sollst irgendwann einmal anfangen, dich für das zu interessieren, was du eigentlich bist. Mhm. Die Quelle von allem. Ja. Ja. Okay. Dann wirst du mehr ich. Ja. Da arbeiten wir hin. Du kannst es einer Figur in den Traum nicht erklären, auch wenn du den Eindruck hast, dass die das verstanden haben. Mhm. Ich glaube ja nicht, dass das, was ich dir erkläre, dass das irgendeine Inge oder eine Liliane oder ein Udo verstehen können. Das sind Schatten auf der Leinwand. Mhm. Ich erkläre dir, was Ewigkeit ist. Das habe ich so oft gesagt. Und Ewigkeit kann nicht von einer vergänglichen Erscheinung verstanden werden. Ja. Der Puff ist jetzt dann schon wieder weg. Nur vom Geist. Das ist eine Rolle. Wer ist jetzt ewig? Doch bloß der, der das Gespräch sich anhört. Mhm. Aber wer ist das jetzt? Ist das der Udo? Ist das die Liliane? Oder irgendwer anders? Wer glaubst du jetzt zu sein? Ja. Das, was du zu sein glaubst, bist du nicht. Bist der, der das glaubt, dass er das ist. Mhm. Ja. Das ist ganz simpel. Merkst du, es wird so einfach. Es wäre eine traurige Schöpfung, wenn wirklicher Glaube nötig wäre, dass du irgendwas studierst. Ja. Es gibt ganz einfache Menschen, die an tiefen Glauben, jetzt Figuren, die im Hintergrund hinter der Maske an tiefen Glauben, an Geist, an großen Geist tragen, die ganz unscheinbar sind. Ich sage das immer wieder, wenn du jetzt Holofilling nimmst und jetzt im klassischen Sinn der Worte, das ist das einzige Glaube, der wirklich göttlich ist.
nicht irgendeine Tradition. Da kann ich wieder dieses Spiel machen. So, wir nehmen jetzt auf unserer Bröselebene, auf der Gedankenwellenebene der Vergänglichkeiten, denken wir uns jetzt einmal hier einen Raum aus mit irgendwelchen verschiedensten Leuten, verschiedener Glauben oder Religionsangehörigkeiten oder auch intellektuellen verschiedenen Standards. Und dann sagen wir nur, das ist ein Beispiel, das Schwammbeispiel und jetzt ganz neu, was ganz wichtig ist, das Beispiel mit dem ersten und mit dem zweiten. Ja. Im Kleinfeld. Mhm. Ja. Und wenn dann nur noch einer drauf pocht, auf seinen Glauben, auf seine Traditionen, auf seine Uniformen, die sie sich anziehen, verstehst du? Mhm. Auf Beschneidung, auf egal um was es geht. Ja. Kein Fleisch essen, kein Schweinefleisch essen, kein Rindfleisch essen. Wenn da einer drauf pocht, kannst du ihn gleich abhocken. Es ist eine geistlose Figur, der wird sich auflösen. Den klickst du weg, weil er dich nicht mehr interessiert. Ja. Weil er durchschaut ist. Das ist ein Fehler, den du abgehockt hast. Ja. Mhm. Es ist so. Ja. Das sind dann immer so die Schuld. Und jetzt ist so ein Feeling, wenn du jetzt nimmst, ich sage immer wieder die Hand, ich habe jetzt meine 100 Affen. Du weißt, was ich symbolisch meine. Mhm. Das sind diese 100 Affen. Das ist, wenn es wächst, schau dir mal ganz die Leute an, die jetzt wirklich in dem Zirkel sind. Und von denen kannst du auch, der jetzt wirklich jetzt noch ganz junge Geister dabei sind, die es einfach nur spüren. Das sind ganz einfache, unscheinbare Menschen. Hast du den Eindruck, dass die Liliane in Bezug auf die Großen und Weisen der Welt irgendwas Besonderes ist? Hm. Oder der Brösel Udo? Wir sind doch absolute Niemanden. Ja. Ist das nicht das auch schon wieder eine verborgene Harmonie der Dinge, dass man meint, die Welt könnte nur von Mächtigen, von Politikern oder von Wissenschaftlern verändert werden? Hm. Nee. Da ist nicht ein einziger dabei, das sind alles ganz unscheinbare Brösel. Auch hier gibt es Gesetz. Es ist alles genau andersrum. Ja, ja. Ja? Okay. Und alles, was du im Wissen verstehst du, das strahlt, wenn du ein Licht in deinem eigenen Zentralkegel bist. Mhm. Strahlt es um dich herum aus. Das, wenn ich immer sage, die Redus, die Dianas und so weiter, sind Figuren, die du dir ausdenkst. Es ist nur, dass dein Wissen sich jetzt spiegelt. Es multipliziert sich um dich herum. Kleine. Ja, ja. Aber du musst der Erste sein. Das ist in diese alten Weisheitssprüchen. Wenn du die Welt verändern willst, verändert hast du mal dich selbst. Aber um dich selbst verändern zu können, musst du zuerst einmal wissen, wer du selbst bist. Mhm. Und jetzt haben wir ja zwei verschiedene Selbst, die unsere rote und unser blaues. Mhm. Das Rote ist, Mensch, erkenn dich selbst. Erkenn das, was man nicht denken kann, was man nicht erkennen kann. Dass du was nicht Denkbares bist. Ja. Das, was du zu verändern hast, ist der Blaue. Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Mhm. Wer setzt die Maßstäbe? Wer bestimmt, was die Erde ist? Mhm. Aber dieses wer bestimmt, wer gut oder wer böse ist und was richtig und verkehrt ist und was man essen darf und was man nicht essen darf? Ist das nicht dein blaues Ich? Ja, klar. Das ist der blaue Mensch, das blaue Ich. Der ist das Maß aller Dinge und der ist vergänglich. Der ist deshalb vergänglich, weil das wächst. Das Bestimmende wächst, bis es vollkommen ist. Es wird seine Bestimmungen, seine Einseitigkeiten immer mehr erweitern, bis es den totalen Überblick hat. Und dann kommen wir in einen ganz anderen Zustand. Ja. Und dieses Verändern heißt auch gleich nicht verändern und trotzdem verändert es sich. Ne? Genau so ist es. Ja. Das, was du verändern willst, verändert sich sowieso. Ob du willst oder nicht, dein Körper verändert sich, die Welt verändert sich, die Politik verändert sich. Und jetzt ist natürlich in den Geschichten immer wieder, das habe ich auch schon mal angesprochen, warte mal einen kleinen Moment, diese Geschichten, das ist zuerst einmal, ich muss jetzt das eingrenzen, in der westlichen Hälfte, da haben wir ja diese semitischen Völker. Wir haben den Abraham und aus dem Abraham entspringen ja dann die ganzen Stämme. Mhm, ja. Und da haben wir schon, der Ismael wurde zu den Muslims. Mhm. Und da habe ich auch in einem Selbstgespräch ist es also hier ganz klipp und klar, deutsche Übersetzung nach Luther. Diese, die aus dem Ismael kommen, das heißt alle Araber, es sind Brüder, es sind wilde Männer, Bruder gegen Bruder. Ob das jetzt den Arabern passt oder den ganzen semitischen Völkern, Bruder gegen Bruder oder nicht passt, das ist das, was in der Bibel steht. Und
dann die christliche Seite, die entspringt, die hier definitiv am Endpunkt, einen guten alten Freund von mir hat, der sagt, liebe deine Feinde. Das heißt, liebe das, was dir verkehrt erscheint. Sonst wirst du niemals heilig werden. Es ist der reine, die Grundlehre im Arabischen, lehrt ja auch nur die Liebe. Es gibt ja viele, viele, die diese Liebe verstehen. Da bin ich so oft drauf eingegangen. Aber das sind halt auch die wilden Männer, Bruder gegen Bruder. Das ist diese ganzen harten Gesetze, wo hier gepredigt werden, die stehen genau genommen gar nicht im Koran. Und wenn, dann sind sie nur symbolisch zu verstehen. Das sind immer wieder Auslegungen von Lehrern, die Schiiten und so weiter, diese Sonderauslegungen, die dann ihren eigenen Reim machen und die Massen hängen dann da dran. Ja, ja. Die interpretieren, wie sie es gerade haben wollen, sage ich immer. Genau so ist es. Und die Anhänger hängen, und ich sage immer wieder, solange du geistlos irgendwas nachplapperst, was irgendein Idiot sagt, bist du, lebst du in der Welt dieser Glaubenssätze. Mhm. Aber dort ist ja jetzt alles, die Guten wie die Bösen, bloß Gedanken von uns sind. Muss man das verbinden? Das heißt zu sagen, ja, unsere christliche Kultur geht unter. Nein, diese christliche Kultur sagt, liebe deine Feinde. Muss ich selber mit dem Feind verbinden und sich nicht vom Feind schützen, weil dann liebst du den Feind nicht. Wie oft habe ich schon gesagt, sage ich mir einen aller Einzigen, der sich Christ nennt, der keine Feindbilder hegt. Mhm. Und in dem Moment, wo du das wieder verschmilzt, Moslems und Christentum, kommst du wieder auf die Stufe des Abrahams. Das ist der Rückschritt in die Heiligkeit, wenn wir die Heiligkeit an den Anfang setzen. Ja. Die Heiligkeit ist nur ein anderes Wort für Gott, etwas nicht Denkbares. Ich habe physikalisch, würde ich jetzt zu deinem Wolfgang sagen, der Urknall ist Gott, bevor er geknallt hat. Ja. Und das, was dann knallt, das ist der Sohn. Okay. Das ist das Erste, was aus der Eins, das Eins waren zwei. Und jetzt ist natürlich immer wieder, wenn ich das aufspanne, wenn wir aus 1 machen wir 2, du hast das Bild, ne? Ja. Fällt die Mitte. Darum sieht es, wird es ein Dual. Du Gott, ein Dual. Du in Zusammensetzungen, schau im Langentscheid nach. Die Waff in Zusammensetzungen, nur in Zusammensetzungen heißt es auf Hebräisch 2. 2, genau, ja. Dual. Sind wir jetzt nicht 2? Also ich bin jetzt 2. Ich bin jetzt Liliane und ich bin Udo. Aber genau genommen bin ich die Mitte. Das ist das Dual. Dann ist das Dritte da, das uns beide freut. Sobald du dir das Dritte denkst, ist ein Vater da. Ja. Das ist das Erste, was man verstehen muss. Dass der sich einen Gott ausdenkt, dass der Gott, der ausgedacht wird, ist so, wie der sich den denkt, seinen Gott. Okay? Ein ausgedachter Gott ist eigentlich ein Geschöpf. Ja. Also der Denker, der sich Gott ausdenkt und sagt, ist ein lieber Gott, ein mächtiger Gott, was er auch immer denkt, im Himmel oben, der muss, der Gott ist ja ein Geschöpf von dem, der sich Gott ausdenkt. Okay, aber sobald dir das klar ist, muss dir klar sein, dass du, da muss ja einer da sein, der sich einen Denker ausdenkt, der sich Gott ausdenkt. Genau, ja. Und sobald du das denkst, sobald dir das bewusst wird, muss dir klar sein, da muss ja einer sein, der sich einen ausdenkt, der sich einen Denker ausdenkt. Jetzt kriegst du langsam eine Ahnung, was du bist. Du bist immer eins davor. Ja, ja. Und dann kann man nachher gar nicht mehr denken. Wenn du das bist, du ich. Dann bist du allen ausgedacht, mindestens 2 Schritte voraus. Das Letzte kann man gar nicht mehr denken, weil es... Glaub mir, es macht ziemlich viel Spaß, am Brösel zu spielen. Das ist für mich, wenn ich in den Traum auftauche, nicht immer unbedingt einfach, diesen goldenen Mittelweg zu finden. Eine eigenartige Form, man zuhört aufmerksam von Autorität und dann doch wieder von ganz normal. Faster, wenn derb, faster, wenn einfach, grob geschlechtert. Aber das ist genau die Kunst, dass du hier in einem Mittelweg bist, dass die Leute nicht auf die Idee kommen, den Brösel anzubeten. Das ist auch nicht wichtig. Ja, ja. Der mir zuhört, ist 1000-mal wichtiger, weil der wird überleben, nicht der Brösel, Udo. Ja, ist klar. Jo. Gut. Alles klar. Alles klar. Und deine Fragen, ich weiß jetzt gerade, wo du mich ganz am Anfang gefragt hast, ist mir wieder in den Sinn gekommen. Ich blätter mal unser Liliane-Buch zurück, wo du mal ziemlich entsetzt warst, wie ich dir einen sehr guten Freund, Lebensabschnittsgefährten weggenommen habe in deinem Traum, auf der Bühne des Lebens. Du sagst, wie geht's den Rainer jetzt? Geht's den Rainer jetzt gut?
Und dann habe ich damals gesagt, wenn dich noch erinnerst, Liliane, du hast offensichtlich noch nichts verstanden. Die Frage, ob es ein Gedanken von dir gut oder schlecht geht, bestimmst du doch selber. Es ist, man muss wirklich sich auf das vollkommen neue Ding einlassen, sonst wird man nicht frei. Da mit der normalen Logik auf die Haare zu Berge. Diese Morallogik oder was? Ja, alles klar. Weißt du, du hast das so oft gehört hier, wenn ich sage hier, was meinst du, wie gut es hungernde Negerkinder geht, wenn du nicht an hungernde Negerkinder denkst. Und wenn du an Negerkinder denkst, wird es denen so gehen, wie du sie dir denkst, auch den Kindern in Aleppo. Dann denke ich sie mir halt so. Also, da fällt mir mein Assad wieder ein, wo er dann sagt hier, wie, jetzt mache ich ja mal meine Worte, drückt es wesentlich gewählter aus, wie bescheuert müsst ihr eigentlich sein, wenn ich als König einfach ohne Grund Krankenhäuser und Kinder in meinem Land zusammenbombe. Was für ein Zinn zieht, du musst dir mal das vorstellen, wenn du jetzt der König bist, was für ein Zinn zieht er eigentlich drinnen, einfach Zivilbevölkerung niederzubomben, was man ihnen vorwirft als Massen. So wird es doch dargestellt, dass der immer nur reinbombt und immer reinbombt. Warum macht er das eigentlich? Wo kommt das eigentlich her? Weil das Ding voller Terroristen ist, bis zum es geht nicht mehr. Die sind nicht frei. Und wenn du jetzt Syrer hast bei uns, lese mal den anderen Brief, lese mal andere Perspektiven. Das ist ja immer die Medien, was du hast, die ganzen Aussagen. Ich erinnere an den schönen Einfall, jetzt der erste Golfkrieg, wo die Amerikaner eingewandert sind im Irak. Das war ja, die Ursache war ja, dass die angeblich Saudi-Arabien angegriffen haben, die Scheichs. Was dort die, auch alles im Nachhinein jetzt offiziell meine ich jetzt im positiven Sinne, weltlich gesehen, bestätigt sind, dass hier eine saudische Prinzessin, die in Amerika in den Nachrichten aufgetreten ist, heulend beschrieben hat, der amerikanischen Volk, wie die Irak-Soldaten ihre Mutter und sie vergewaltigt haben und so weiter. Und dann hat das amerikanische Volk zugestimmt, dass die da den Irakkrieg führen dürfen. Also den ersten Golfkrieg. Ja, ja. Und dann hat sich herausgestellt, eine reiche Scheichtochter, die ja von der Elite Universität in Amerika, die war zu dem Zeitpunkt gar nicht im Irak. Alles Show. Ja, ja. Alles Show. Ja, so eine Geschichte. Es ist, und nochmal, jede einseitige Aussage hat ein Gegenteil. Es gibt keine Aussage, wo einer sagt, wo ich den dann bringe, der das Gegenteil behauptet. Du hast jetzt eine gewisse Meinung von dem Urbrösel, okay? Das ist deine ganz eigene Meinung, mit denen hast du dich überreichlich jetzt fast 20 Jahre beschäftigt, kann man sagen, oder? Ja. Ich bringe dir welche, die haben eine ganz andere Meinung von dem Bruder wie du. Das. Und jetzt das Verrückte ist, ich sage, von ihrer Position aus haben die auch recht. Ja. Kann man aber aufwiegen, wer sich näher damit beschäftigt hat, das geht jetzt wieder einher. Das Beschäftigen und das Nicht-Beschäftigen bestimmt sehr, sehr wohl die Meinung. Ich kann nicht sagen, wenn man hier ich bin du, die ersten 10 Wörter lesen und da wissen schon, dass das eine Scheiße ist. So viel Arroganz. Das ist Arroganz. Ja, ja. Bevor ich ein Urteil über jemanden fälle, setze ich mich zuerst einmal sehr intensiv damit auseinander und zwar von allen Seiten, nicht nur von einer. Das geht den normalen Menschen vollkommen ab. Ja, ja, ja. Da lösen sich die Weisen deiner Welt vollkommen in Luft auf, glaube es mir. Alle. Es ist, ob jetzt das unser schöner Bundespräsident ist, ein Kriegstreiber ohne Ende als ehemaliger Pfarrer. Wenn ich jetzt hier tiefgläubiger Normalchrist wäre, würde ich sagen, pfui Teufel, die müssten wir anspucken. Unser Bundespräsident, der kann super reden, alles so gut, die sind alle so unendlich scheinheilig. Ja. Hallo, grüß dich. Hier? Ich habe gerade mal eine Runde geschlafen. Aber du hast es gut. Ja, nicht so gut. Ich arbeite und mein Mann lasse ich schlafen. Aber, ich will dir nichts sagen. Ich sag dir, ich bin seit 3 Wochen als Udo sowas von gehandicapt. Ich habe immer die Leute sagen immer wieder, ich kann fast nicht laufen. Echt? Ich habe es jetzt hier in der Hüfte. Zuerst habe ich gemeint, das ist das Kreuz, der Rücken. Ja, ja, ja. Aber das hat so ausgestrahlt, jetzt habe ich ja wenn zur Ruhe gekommen und das ist halt so eindeutig mein rechtes Hüftgelenk. Jetzt muss ich zu Ariane wieder sagen, jetzt ohne, dass wir arg in die Sprache reingehen, jetzt die Jakob-Geschichte, du warst ja der Kerl ja. Mit den Engeln, aber die Hüfte, das beginnt ja schon mit HUP. Der Geist, H
HOB, die Quintessenz OB, der Geist lenkt. Das ist das Gelenk, das Hüftgelenk. Ja. Bist du dabei? Mhm. Es ist auch übrigens ein Kugel, KGL, Gelenk. Und das Gelenk kannst du auch GL, der Geist Gottes, lesen. Mhm. GL, wir können das eh rausschmeißen, dann haben wir auch eine Welle. Ja, ja. Das Kugel. Das ist, wenn du im Hintergrund die Matrix, wenn man mal verstanden hat, Liliane, dass wirklich alle Symbole sind. Ja, ja. Und das ist immer mein einfaches Beispiel für Wolfgang. Wolfgang, für dich jetzt, was dich interessiert, ist auf deinem Film nicht drauf. Aber wenn ich jetzt sage, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht, dann hörst du Worte und diese Worte werden in dir wie mit einem, bist du sofort auf einer Meta-Ebene, weil du weißt, das ist ein Sprichwort. Da kommst du keine Sekunde auf die Idee zu sagen, dir einen Krug vorzustellen, der zum Brunnen läuft, weil du gehst sofort auf die Meta-Ebene. Und alles, was du hörst und was du liest, hat eine Meta-Ebene. Wenn ich jetzt der Bob bis Österreich, dann stellst du dir sofort wieder die Bilder vor, weil du die eben Meta-Ebene nicht verstehst. Und so ist es mit dem ganzen Universum, mit der ganzen Physik. Wenn ich Leuten immer wieder sage, die Physik, die ganzen Formeln, all das Zeug, mit denen du ein Leben lang gearbeitet hast, die stimmen so absolut wirklich präzise. Was nicht stimmt, ist die ganze Auslegung und die Vorstellung, die diese Formeln in dir vorstellen. Es ist wie, pass auf, um das ganz kurz, wenn du wissen willst, was in der Bibel steht, dann gehst du zu einem Fachmann, wenn du dich nicht auskennst. Der Witz ist, dass es ein Riesenunterschied ist, ob du jetzt zu einem katholischen Pfarrer gehst oder zu einem Zeugen Jehovas oder zu einem ultraorthodoxen Juden, obwohl die als Grundlage alle dieselben Formeln haben, dieselbe Tora lesen, in Übersetzungen von Übersetzungen. Und jetzt ist es so, dass was deine Frau ja sehr intensiv macht, dass es mit deinen physikalischen Formeln nicht anders ist. Die Formeln stimmen alle, aber diese Schriftzeichen lösen in dir ja Vorstellungen aus. Die Hebelgesetze zum Beispiel. Liliane, kannst du Wolfgang noch mal was über den Hebel erzählen? Aber von keiner erschrocken wurde. Ja. Das sind Hebel. Man gebe mir einen festen Punkt und ich hebe die Welt aus den Angeln. Ja. Ich habe das so viel, wenn ich jetzt Physikbegeisterte habe, ich habe jetzt erst einen Dog gehabt, der verkauft Sonnenkollektoren. Dann sage ich zu ihm, also der ist nur der Verkäufer und ich habe einen Ingenieur, der das entwickelt. Und der macht schon seit gut, der macht schon seit Ewigkeiten Holofeeling und er soll, pass auf, es ist rein physikalisch, wenn du das wirklich verstehst. Du lernst als Elektrikerlehrling, als Elektroinstallateur im ersten Lehrjahr, rein als Beruf, als Elektroinstallateur, lernst du das Ohmsche Gesetz. Und wenn du das wirklich verstanden hast, wenn du es wirklich verstanden hast, wenn man es dir richtig erklärt, dann muss dir eigentlich klar sein, dass du gar keinen Strom einspeisen kannst. Du kannst keinen Strom einspeisen in die Leitung. Pass auf, und dann sage ich das den Mut, dann erzählt er das an den Ingenieur und der wird dann einmal ganz zu mir kommen. Dann hat er gemeint, ja, ich ist ein Spinner, weil der Gnupa die Freimaurer ist und du wirst dich wundern, Wolfgang, in kürzester Zeit, wie ich denn die Luft rausgelassen habe mit den Formeln, dass er dann bloß nur so mit den Augen gedreht hat, weil du plapperst so viele Sachen nach und verwirklichst das in deinem Kopf, in einer Vorstellung und wenn du das genau anschaust, ändern ja die Formeln nicht, sondern bloß die Interpretation. Und da wirst du feststellen, dass da so viele Allgemeinsachen, das geht schon mit der Energie los. Die hör mal zu, das Ohmsche Gesetz, das ist schon richtig, was du sagst. Nur wir haben das aus der Quantenelektrodynamik abgeleitet, in Tensorform, in der Physik, ne? In der theoretischen Physik. Und das ist also sehr interessant, das ist also kompatibel mit den Einsteinschen Gleichungen. Und das ist auch eine Lösung der elektrodynamischen Gleichung, also der, ja, und was du sagst, natürlich kannst du keinen Strom einspeisen, das ist ja alles eine Sache der Leute, die dann irgendeine Vorstellung entwickeln, nicht? Von dem, was du hast. Ich wollte dir gleich schnell ins Wort, ich will dich jetzt da nicht unterbrechen, aber dass wir da nicht so auch ausufern, dass nochmal die Formen, alles was auftaucht, stimmt, aber das Hauptproblem ist die Sprache selber, die raumzeitlichen Vorstellungen, die du hast, der Energiebegriff. Man lernt als allererstes, Energie kann weder vermehrt noch vernichtet werden. Hm. Pass auf, ich sage jetzt die Energie, das griechische Wort Energie heißt einfach nur innere Wirkung. Sobald du dir was ausdenkst, jetzt sind wir beim Thema Liliane mit dem eigentlichen Geist, der du bist. Der ist etwas, was man nicht denken kann und sobald du Energie denkst, ist es schon eine Form von Energie. Die Energie ist der Geist, der Formen annimmt und dann hast du das ganze elektrodynamische Energie, egal wie du das nennst, das sind alles Ausformungen von der eigentlichen, was ist der eigentliche Urgrund für die ganzen Sachen?
Und da wird es dann bei diesem Überpräzises. Dann nochmal eine Vorstellung von mir. Ich meine, klar, aus dem, was ich gelernt habe oder gemacht habe, auch jahrzehntelang. Diese Formeln, die du sagst, die wir kennen, die auch im Prinzip ja an sich wichtig sind, auch weltweit, gelten, ja, die überall gelten. Das ist ja immer das Interessante, dass die also auch auf dem Sirius oder weiß ich wo, in einer anderen Galaxie gelten. Ja. Die sind ja Definitionen oder die sind ja aufgestellt worden und die Formeln, die ich so kenne, sage ich mal, die haben wir auch versucht zum größten Teil in Versuchen zu verifizieren, also nachzuweisen. Also Wolfgang, ich muss dir ins Wort fallen. Du machst den Fehler eines jeden Materialisten, dass ich nicht die Formeln anzweifle, sondern die Vorstellungen. Der Materialismus dreht die Kausalität um. Der Materialismus dreht die Kausalität um, dass die Schwierigkeit ist, es ist zuerst die Formel da und dann kommen die Vorstellungen. Und ihr meint, da außen ist eine Welt, ihr brecht das zweite Gebot und ihr meint, ihr habt aus der Welt durch Beobachtungen die ganzen Versuche, sind reine logische Konstrukte, die nur einer denken kann, der vorher nicht zeitlich, sondern hierarchisch die Formel hat. Pass auf, ich mache ein einfaches Beispiel für dich. Mhm. Wenn ich jetzt immer, was die Liliane schon oft gehört hat, wenn du zeitgeschichtlich denkst, dass du meinst, es gibt eine Vergangenheit, dann wirst du irgendwann einmal lesen, hier Wassermoleküle. Wasser besteht aus H2O. Dir muss klar sein, wenn du dir jetzt zurückgehst in der Zeitgeschichte, in der Welt, so wie du das mit deiner Logik dir ausdenkst, es kann man nicht entdecken. Das heißt, dass Wasser aus H2O besteht, kann nur einer wissen, sich vorstellen, in seinen Kopf als Vorstellung aufbauen, der vorher das gehört hat. Vorher meine ich nicht zeitlich. Das heißt, es ist zuerst ein Wissen in dir drin und im Laufe deines Lebens, und das ist jetzt, da kommt der Materialismus nicht mit, entfaltest du dieses Wissen in Hand von Vorstellungen. Pass auf, ich mache es mal einfacher. Du stellst dir vor, du bist der Computer. Okay? Ein Computer braucht zum einen eine Energiequelle, sonst geht nichts, eine Batterie oder ein Stromnetz an Energiequelle, und er braucht ein Programm und Daten. Und ich sage jetzt, du bist der Computer und alles, was auf dem Bildschirm auf den Computer auftaucht, steht und fällt mit dem Programm, mit den Formeln und mit den Daten, mit denen dieser Computer arbeitet, Wolf. Ich sage immer, ein Computer verwandelt, wenn er eingeschaltet ist, seine Energie in einem Chaos um. Richtig, gutes Beispiel. Aber jetzt, pass auf, worum es mir geht, Wolfgang, worum es mir geht, ist, dass jetzt, wenn du, ich unterhalte mich jetzt mit einem Geist, ich sage das immer wieder, ich unterhalte mich nicht mit einem Gehirn, das sind alles ausgedachte Dinge, sondern ich unterhalte mich mit dem, der sich das ausdenkt. Und jetzt ist es so, du hast einen gewissen Intellekt. Das Ganze von deiner Frau ist da super fit drauf. Und da ist es also so, dass die Vorstellungen, die du aufbaust in dir, die bauen auf Formeln auf und diese Formeln stehen hierarchisch vor den Vorstellungen, so wie in der Hierarchie das Programm hierarchisch vor den Bildern kommt. Der Materialismus glaubt, da außen ist eine Welt, auch wenn du nicht dran denkst und du siehst es als 100% bewiesen an. Das ist aber ein Blödsinn, was 100%ig sicher ist, wenn du an was nicht denkst, dann ist es nicht. Wenn dich das wirklich interessieren sollte, mal im Ansatz, im Alter noch, ist ja gar nicht gefragt, dann lass bloß Liliane erklären in die Geschichte vom Ersten und vom Zweiten. Und da zeigt sich das, was ich gerade gesagt habe, da müssen wir jetzt gar nicht weiterreden, da zeigt sich dann wirklich, wo sich die Spreu vom Weizen trennt. Du weißt, was ich jetzt meine. Das, was ich gerade gesagt habe, das ist ein Beispiel, Schwammbeispiel, die Geschichte vom Ersten und vom Zweiten. Und dann muss man die Demut haben, also jetzt als einer, der diese Fragen stellt, ob ein Gegenüber darauf einspringt, ob er einen Kontakt hat zum Geist oder ob er keinen Kontakt hat. Und Wolfgang, ich bin alles andere wie ein esoterischer Spinner. Glaub mir, ich bin wesentlich mehr Naturwissenschaftler, wie du das jemals in deinem Leben warst, bei aller Bescheidenheit. Der einzige Unterschied ist, dass ich das Wort Fakten anders definiere. Ein Faktum ist sprachlich eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Und wenn du als Physiker einen Versuch machst, wenn ich einen Laboraufbau mache, dass das natürlich alles ist, was ich sehe, das bezweifelt überhaupt kein Mensch. Das fragt sich bloß keiner, warum. Und da tauscht man die Kausalität aus. Dass mittlerweile all das, schau jetzt zum Beispiel hier mit dem Massexperiment. Wir haben jetzt wieder das große Chaos, das wieder so
Schädel abgestürzt ist. Das, was du siehst, sind deine Vorstellungen. Das, was de facto wirklich da ist, sind eigentlich nur Computerbildschirme mit Programmen, wo Vorstellungen in euch erzeugen und ihr sagt, das Ding hat vor 20 Minuten da oben ein Signal losgesendet, was jetzt runterkommt. Das sind alles nur Vorstellungen in deinem Kopf. Sagst du, aber ich habe selber mindestens 6 Satelliten gebaut, die teilweise noch rumfliegen und teilweise... Was sind die jetzt? Das sind Gedanken in deinem Kopf? Ja, klar. Das ist deine Welt. Verstehst du? Klar, irgendwo hast du so eine Vorstellung. Selbst ich gehe ja sogar so weit, wenn zu mir einer behauptet, dass er vor einem halben Jahr von Marsmännchen entführt wurde. Gibt es ja so Spinner, gibt es ja, würde ich jetzt sagen mit meiner Logik. Pass auf, wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum und der ist vollkommen real. Das ist Sternenlang gebaut, physikalisch angeblich nicht funktionieren. Da habe ich dann auch nach physikalischen Erklärungen gesucht, bis ich gemerkt habe, dass die Physik, früher habe ich noch gesagt, die Physik stimmt nicht. Das ist mittlerweile ja Blödsinn. Die Physik stimmt schon, die Erklärungsmodelle und die Vorstellungen, die erzeugt werden, stimmen nicht. Das, wenn du heutige Quantenmechanik nimmst, Wolfgang, all die Daten, Wissenschaftler tauschen Daten aus. Alle Wahrheiten von heute sind die Dummheiten, wo man morgen drüber lacht. Ja, die Natur kann man ja nicht ändern. Verstehst du? Die Natur ist so, wie sie ist. Da, ob du da was machst oder nicht. Indem du, wenn wir sagen, eine Bewegung machst, änderst du ja was. Das heißt, du veränderst die Materie. Das ist ja das Problem. Schau, du bist in einer wahrheitlichen Welt. Was bedeutet das? Wenn du mal begreifst, dass der Raum als Ding an sich eine Illusion ist, das ist rein in der Sprache schon das Wort Volumen. Du setzt, wenn du Volumen ausrechnest, ein V. Das heißt Vollwerte, das heißt Rollen, das sind Gedankenwelt. Aber lass mal, es bringt nichts. Da reden wir uns jetzt bloß tot. Dafür mal fragen. Du musst auch mal einen Apfel essen. Alles klar. Interessant ist, ich hab ja Bluthochdruck hier gemessen dort. Und so ein bisschen mein Zipperlein habe ich ja auch. Jetzt habe ich die Tabletten mal abgesetzt vom Arzt. Und hier da jetzt aus dem Tiefschlaf habe ich nur, was habe ich, 118 Blutdruck, oberen Wert. Das ist super. Ist doch super, nicht? Aber nachts habe ich 170, 180 teilweise gehabt, die letzten 10 oder seit 13. Oktober. Und gar nicht so gut. Aber ich hoffe jetzt mal durchs Absetzen, dass ich das in den Griff kriege. Keine Ahnung. Manchmal ist es ja so, dass man die Medikamente gar nicht ab kann, weißt du? Am besten, ich sage immer, das sind jetzt so Aussagen, wo ich mir normalerweise verkneife beim Menschen, weil ich mich da wirklich nicht einmische. Schau, das ist jetzt, wir kennen uns ja auch schon durch die Liliane, bloß am Rande mal als Randerscheinung, den Udo. Ich habe eine Grundprämisse, dass ich mich in das klassische Leben von Menschen überhaupt nicht einmische. Unheimlich viel mit meinen Schriften. Aber die wird dann immer wieder sagen, ich werde nie sagen, was einer tun soll oder nicht tun soll oder was er glauben soll, sondern ich sage, war neugierig auf dich selbst. Das ist klar. Ich weiß auch nicht, wie das weitergeht. Man muss ja sehen, ich bin da auch ja so ein bisschen experimentell veranlagt, auch auf der Ebene. Aber mal mehr Vertrauen auf den inneren Weisen. Deine Frau, die könnte dir so viel erzählen, du müsstest bloß ein wenig neugierig sein. Ich sage als Udo immer zum Beispiel, ich muss mehr auf meine Maus hören. Ja, sie hat zu mir auch gesagt, gestern lass das Fernsehen sein. Und siehe, da ging es mir auch schon im ersten Schritt besser, nicht? Da macht man sich so körre, da macht man sich so unheimlich körre damit. Alles klar, ihr zwei Lieben. Ja, gut, ja, vielen Dank. Ich wünsche euch was. Alles klar. Ciao. Wünsche dir was, Udo. Ciao. Danke. Ups.